Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns wieder in Schattenfen und hier hatten wir ja eigentlich die Quest abgeschlossen. Und ich bin wirklich verzweifelt, weil ich keine Ahnung habe, wie wir das letzte hier von Catwill machen sollen. Hier in Schattenfen, der Brutsumpf findet heraus, was das Dominion im Brutsumpf zu schaffen hat. Der Brutsumpf ist genau hier, wo wir sind. Und das haben wir auch noch nicht abgeschlossen. Also ich habe im Internet mal geschaut, wo die Quests eigentlich sein sollten zu Catwills Silber hier drin. Teil 1 haben wir abgeschlossen, das ist auch weiß. Teil 2 wäre dann das hier, das haben wir auch abgeschlossen. Teil 4 wäre der untere Teil hier, den haben wir ja auch abgeschlossen. Das war die Sache mit dem nemischen Ei. Aber der Brutsumpf ist nicht abgeschlossen. Ja, das Problem ist nur, ich finde jetzt hier nichts, was nur ansatzweise darauf hindeutet, questmäßig jetzt. Dreifache Torheit, das kommt mir nicht richtig vor. Ein vergiftetes Herz, weiß ich nicht, kommt mir auch nicht so richtig vor. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist ein Buffet nach Schattenfenart. Deswegen möchte ich mit euch jetzt mal, ich kann eigentlich auch reiten, mit euch jetzt mal da reinreiten. Wenn man nicht direkt abgeworfen wird, natürlich nur. Und ich bin wirklich am Überlegen. Nein, ich habe gerade keine Zeit. Ich bin wirklich am Überlegen, ob es das eventuell sein könnte. Ich weiß, dass wir hier. Oben ist noch eine Quest. Merkwürdiges Gerät. Das ist aber. Das wird ja gar nicht angezeigt. König des Staubs, gefangene Zeit. Wird mir was angezeigt, was ich hier. Nee, da komme ich hier aber nicht hin, so wie es aussieht. Wir schauen jetzt erstmal nach der. Hier wollte ich nicht hin. Nach der einen Quest, die ich hier gesehen hatte. Die müssen wir ja. Moment, wo ist denn die jetzt? Achso, hier drin. Okay. Ja, hier wäre jetzt theoretisch noch eine drin. Damit probieren wir es jetzt mal, ob das eventuell, ich glaube es nicht, aber ob das eventuell. Ach, das ist das merkwürdige Gerät. Hä? Diese seltsame Vorrichtung ist erstaunlich schwer und wurde mehrere Leute erfordern, um sie zu bewegen. Es sieht eine halb geöffnete Tasche in der Nähe. Die Tasche durchsuchen. In der Tasche findet ihr eine Liste mit Anleitungen und mehreren Stoffstreifen aus weißen Leinen. Die Anleitung ist mit Alchemist Ruvitar unterschrieben. Ihn halt aus der Tasche nehmen. Äußerer Einfluss. Die Liste benutzen. Besorgt Riesenwespenlarven. Ach, das war das, was ich ja machen wollte, aber nicht wusste, wo die Quest ist. Moment, Riesenwespennarven. Da müssen wir hier mal eben schauen. Und besorgt Histsaft. Jetzt haben wir hier natürlich keine bekommen. Histsaft kriegen wir wahrscheinlich von da unten. Nehme ich mal stark an. Sollte zumindest irgendwo hier unten sein. Sorgt Histsaft höher. Okay, ich bin etwas verwirrt. Warum steht ihr mir jetzt hier schon wieder im Weg? Im Laufschritt! Naja, ich will nicht kämpfen, ich will das jetzt hier machen. Vor allen Dingen, ich gebe zu, ich bin noch etwas genervt, dass das nicht funktioniert. Och komm, normalerweise kann man das nehmen, bevor man angegriffen wird. Was ist das wieder für ein Mist? Komm jetzt, nimm endlich die Flasche. So. So, wir müssen immer noch diese blöden Wespen machen. Da hinten sind welche. Blöd deswegen, weil, obwohl die haben, glaube ich, jetzt hier. Können wir das hier? Ne, natürlich wieder nicht. Weil die eine Wespe, die wir eben benutzt haben, das war nämlich. Benutzt haben, getötet haben, das war nämlich eine andere. Ja, genau, hier geht's jetzt.
Und das hat mich damals schon so genervt, weil ich irgendwie alle Wespen getötet hatte, aber nicht die Wespen, die wir gebraucht haben. So, für euch habe ich jetzt gerade keine Zeit. Vielleicht. Obwohl, da hinten werden... Brennt es nieder! Och, geh mir nicht auf die Nerven. Da hinten werden keine Wespen angezeigt. Aber ich glaube, die werden auch generell nicht angezeigt, ne? Wenn ich mir hier so das angucke. Ganz so tief wollte ich nicht fallen. Moment, da sind aber noch mal rote. Doch, da ist was. Ja, perfekt. Ja, sind dann immer so Wellen, die da rauskommen. Und ich weiß noch, dass ich damals total genervt war, als ich das Quest das erste Mal gemacht habe, weil ich halt nicht wusste, dass das hier diese Dinger sind. Und entsprechend habe ich dann immer die großen kaputt gemacht. Warum sind hier so viele Schatten von den Wespen? Das finde ich nicht gut. Da, die da unten, die habe ich dann nämlich immer kaputt gemacht. Mal gucken, vielleicht sind hier hinten auch noch welche auf der Höhe. Obwohl die andere, die war etwas höher, oder? Hier ist noch was zu lesen. Was ist das? Dschungelpflanze. Achso, testet den Verband an der Dschungelpflanze. Ah, dann habe ich bei dem einen zwei bekommen, oder was? Erstattet einen Hüterbericht. Irgendwo am Eingang. Wieso kann ich jetzt wieder nicht reiten? Oh. Ich mag Gebiete nicht, wo ich nicht reiten darf. Das Ding hätte ich übrigens auch gerne. Also ich habe ja einen Histbaum bei mir drin, auch wenn der leider nicht so schön prächtig groß ist wie der hier. Aber ich habe ja einen, der leuchtet aber nicht. Also der hat nicht dieses... War da gerade was mit Durchsuchen? Der hat nicht diese leuchtenden Blüten. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr schade. Jetzt bin ich an dem Typ vorbeigelaufen, oder was? Wo ist er denn? Da ist doch keiner. Hallo? Ah! Er hat sich versteckt! Hallöchen! Die Kaguti ziehen mit den Guar. Aber jagen nur, wenn sich ein Guar von der Herde entfernt. Dann fliegen hölzerne Wespen und bringen den Guar im Schlamm zu Fall. Das Dominion hat Breiumschläge angefertigt, um den Hist zu schaden. Die Kaguti ritzen den Hist an, um seinen Saft zu trinken. Im Weiler starb ein Baum schreiend. Im Morast wurde ein Baum verrückt. Die Guar beobachten die Kaguti, aber sie begreifen nicht. Diese Anleitung könnte es erklären. Eine Waffe, die einst an die Wespenkinder gegeben wurde. Blutgebunden schlüpft es durch die Träume des Hists. Das Baumblut brennt und der Baum stirbt einen einsamen Tod, fernab seiner Geschwister. Der Guar dankt dem mächtigen Wamasu für seine Gnade. Die Kaguti hielten sich selbst für schlau, ihre Zähne in Gift zu tränken. Aber der Baum weiß alles. Seine Wurzeln werden sich bald von den Kaguti ernähren, die sein Blut verbrannt haben. Habt ihr diese Soldaten des Dominions getötet? Die Kaguti glauben, dass die Guar die Hauer, die sie treffen, nicht abbeißen werden. Jetzt werden die Kaguti hinunter zum Schlamm gebracht. Warum vertreibt man sie nicht aus dem Brutsumpf? Die Guar suchen Schilf, um ihre Bäuche zu füllen. Eine Rinne, um sich darin zu suhlen. Das sind die Bedürfnisse der Guar. Überlass das Erobern den Kaguti. Ja. Yes! Und das war die letzte Quest, die wir für Schattenfang gebraucht haben. Sehr geil. Wäre ich nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Und ich bin ja auch, glaube ich, oben rumgelaufen. Aber wenn, dann bin ich komplett dran vorbeigelaufen. Dann würde ich sagen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, dass ich mich mal aufmache nach Ostmarsch. Und ich suche dann diesen Anfang für Wiegenbruch. Beziehungsweise ich suche Wiegenbruch und die dazugehörige Quest. Das heißt, wir sehen uns gleich sofort in Ostmarsch wieder. Da ist Hier die Quest. Hier sieht nicht wie jemand aus Fildgors räudigem Haufen aus. Endlich, endlich, endlich. Es ist Wahnsinn. Ich habe leider im Internet überhaupt nichts dazu gefunden. Nur, dass hier die Quest angeblich angenommen werden sollte. Und ich bin hier überall schon rumgeirrt und da war nichts. Und hier, wo keine Quest verzeichnet ist, hier oben. Also,
etwas in der Nähe von der vom Wegschrein der Feste Morwunska. Da findet ihr dann die Quest mit Aspera Riesenfreund. Die Großen haben eure Ankunft bemerkt, Fremde. Seid auf der Hut. Wiegenbruch ist nicht mehr der idyllische Ort, der er einst war. Was ist hier geschehen? Ihr wisst es nicht? Die großen Leute bereiten sich auf einen Kriegszug vor. Ich spüre, dass ihr und die großen Leute einen gemeinsamen Feind habt. Ich würde sagen, ihr seid genau zur rechten Zeit gekommen. Das gefällt mir an einem Champion. Wovon sprecht ihr? Die Sturmfäuste haben die Mammuts der Riesen eingefangen. Sie haben vor, sie gegen die Feste Armul einzusetzen. Wenn ihr den Sturmfäusten entgegensteht, dann seid ihr ein Verbündeter der großen Leute. Nehmt dieses Horn und stoßt bei der Höhle hier in der Nähe hinein. Es wird einen Riesen an eure Seite rufen. Wenn ihr das so sagt? Späher der Sturmfäuste verstecken sich in den Bäumen. Sie überfallen uns hinterrücks, wenn wir es am wenigsten erwarten. Der Riese kann euch helfen, diese Feiglinge von ihren Ästen zu stoßen. Tötet sie und sammelt alle Befehle ein, die sie bei sich tragen. Wenn ihr etwas gefunden habt, findet ihr mich im westlichen Lager. Ich habe ein paar Fragen. Ich könnte Antworten für euch haben. Schießt los. Warum könnt ihr mit Riesen reden? Ich rede nicht mit Riesen. Ich kenne sie nur. Was wollt ihr damit sagen? Ich bin eine Freundin der Riesen. Dabei belassen wir es lieber, bis wir uns etwas besser kennen. Warum kämpfen die Sturmfäuste gegen die Riesen? Aus demselben Grund, aus dem überhaupt irgendjemand gegen Riesen kämpft. Sie sind dumm. Fildgor Orthane führt die Sturmfäuste in einen Krieg gegen seinen Bruder, den Skaldenkönig. Auf ihrem Weg ergötzen sie sich an ihrer Boshaftigkeit und an ihrer Zerstörungslust. Eine der vielen kleinen Freuden des Krieges. Okay. Dann hatte ich das auf jeden Fall noch richtig in Erinnerung mit den Riesen, dass ich hier dieses Gebiet machen muss. Sehr schön. Das hatte ich ja schon irgendwann in der Folge davor mal erwähnt. Aber ich wusste halt nie so genau. Ja, aber zu welchem Baum soll ich ihn hier rufen? Ach, zu dem hier wahrscheinlich. Komm mal mit. Da, den Baum. So, einen Hinweis haben wir schon mal. Frage ist jetzt, was davon ist jetzt näher dran? Ach, da ist nur dieses Gebiet gekennzeichnet. Na gut. Ah, hier. Doch, den kann ich schon mal sehen. Einmal da bitte. Hallo. So, dann haben wir... Wir hatten hier, glaube ich, gerade noch einen Baum. Der ist jetzt aber irgendwie wieder weg. Dann nehmen wir den hier hinten, den sehe ich gerade. Der läuft so schön schnell irgendwie, der Riese. So, leben müssen sie ja nicht. Leben müssen sie ja nicht. Sie können ja sterben. Da hinten ist noch einer, den habe ich gesehen. Kann auch schon mal sein, wahrscheinlich ist das jetzt hier so, nee, doch nicht, dass da keiner runterfällt. Das hatte ich auch schon mal, da muss man sich halt den nächsten Baum suchen. So, wir müssen jetzt wieder mit ihr sprechen. Nehmen den Riesen mal direkt mit. Wo ist sie denn? Ah, da ist sie. Ich sehe Sieg in euren Augen. Was habt ihr bei den Speeren der Sturmfäuste gefunden? Ich habe diese Notizen bei den Sturmfaustspeeren gesammelt. Hervorragend. Ohne euch wären wir nie an diese Informationen gekommen. Wenn ihr uns jetzt weiter unterstützt, können wir Wiegenbruch zurückerobern und die Sturmfaustinvasoren vertreiben. Die Schriftstücke, die ihr entdeckt habt, verweisen auf zwei Schwächen in der Verteidigung der Feste. Die Tore und die eingefangenen Mammuts. Sobald ihr drinnen seid, müsst ihr die Mammuts befreien, um für Chaos zu sorgen. Und dann die Tore öffnen, um uns reinzulassen. Und dann?
Kriegsfürst Werf und seine Stellvertreter haben die Arena im Herzen von Wiegenbruch zu ihrem Hauptquartier gemacht. Setz dort das Horn ein, um unseren Angriff einzuleiten und die Herzen der Eroberer mit Furcht zu erfüllen. Befreit die Mammuts, öffnet die Tore und stoßt in das Horn. Ich bin dabei. Der Riese neben der natürlichen Wand, direkt hinter mir im Westen, möchte euch gern helfen. Stoßt ihn einfach kurz an und er erledigt den Rest. Wir werden unseren Angriff entfesseln, sobald ihr drinnen seid und wir das Signal hören. Ich möchte euch etwas fragen, bevor ich gehe. Meine Güte, seid ihr aber wissbegierig. Ich bin so viele Fragen gar nicht mehr gewohnt, aber ich bin auch in letzter Zeit viel unter Riesen gewesen, die sich kaum etwas aus Unterhaltungen machen. Wie komme ich in die Feste hinein? Überlasst das meinem Riesenfreund. Er weiß, wie man euch in die Feste bekommt. Was geschieht, wenn ich die Mammuts befreie? Eines der von euch gesicherten Dokumente deutet darauf hin, dass die Mammuts schwer zu bändigen sind. Wenn ihr ein paar von ihnen befreit, sollte das einige der Sturmfaustsoldaten ablenken, während wir die Mauern angreifen. Wie öffne ich die Tore? Die Festung hat ein Nordtor und ein Südtor. In einer der Notizen, die ihr den Speeren abgenommen habt, stand, dass jedes Tor mit 2 Schlössern gesichert ist. Legt die Hebel auf den Türmen um die Tore zu öffnen. Die Riesen werden hineinstürmen und wir zersplittern ihre Streitmacht. Habt ihr noch einen anderen Rat, bevor ich das tue? Beugt euch nie der Obrigkeit. Insbesondere dann nicht, wenn sie euch den Kopf abschlagen will. Nun geht los und findet diesen Riesen. Ja, das sollte man sich ganz besonders jetzt zu Herzen nehmen. Da müssen wir nicht rein, oder? Die Feste ist in dieser Richtung hier. Das nehmen wir aber mal eben. Da hinten, genau. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich stelle mich mal in diese Richtung. Was nun? Hui. Wir sind aber nicht richtig rum, oder? Der hat uns voll... Nee, abgeschlossen gelangt in die Feste hinein. Er hat uns doch richtig rum reingestoßen. Ah, sehr schön. Okay. Dann habe ich keine Ahnung, wie wir jetzt hier laufen müssen. Wahrscheinlich, aber hier... Ja doch, da oben ist ja auch ein Ziel. Und da ist dein Mammut. Ich werde dich befreien. Ich komme dir zu Hilfe, kleiner Manni. Manni, Manni, Manni. Manni ist auch hier hinten drin. Hallo? Tu alles für die Freiheit, Manni! So, Moment, hier unten ist auch noch mal irgendwo eins. Da. Manni 2, ich komme und rette dir. Da. Ist ja noch gar nicht tot, sagt das doch einer. So, Manni, kann ich dich jetzt auch retten? Es wäre einfacher, jetzt. Wenn man das sofort machen könnte. Stürme in die Freiheit, Manni! Manni, du läufst in die falsche Richtung. Na gut. Warum steht da hinten jetzt, dass ich Mammuts befreien soll, obwohl das gar nicht in die Richtung geht? Oder sind das die Tore? Ach, das sind die Tore. Okay. Das heißt dann aber, da hinten ist ein Tor, was ich schon mal öffnen sollte. Ich glaube, das ist immer hier oben drauf gewesen. Ja, genau. Eins haben wir schon mal. Sehr schön. Das heißt, da... Ja gut, dann gehen wir erstmal dahin. Obwohl das ja eigentlich... Aber das sind auch nochmal die Mammuts, die ich befreien soll. Ach, hier ist noch eins. Hoch, ich Blindfisch. Ich habe mich gar nicht gesehen. Mein armes Manni... Hi. Komm her. Lass mich dich retten. Stürme in die Freiheit, Manni. So, das hier ist auch nochmal ein Tor. Wenn wir das schon mal direkt nebenstehen, dann machen wir das doch auch.
So, da unten kommen sie schon. Ja, ich kann euch auch von hier oben helfen, glaube ich. Ich habe nur den Bären jetzt gerade getroffen, glaube ich. Naja, egal. Die machen das schon. So, wir laufen jetzt erstmal hier hoch. Mal schauen. Irgendwas davon ist noch ein Mammut und zwei... Ja, ich glaube, da hinten ist das... Ich hätte auch das Wasser hin können. Ich glaube, das wäre jetzt... Ach, da ist ein Mammut. Ja, ich sehe es. Ich glaube, das wäre jetzt schneller gewesen. Ich rette dich. Ich habe keine Angst vor euch. Dann solltest du auch. Na komm schon, Manni. Du bist das Letzte. Also, nicht das Letzte. Aber das letzte Mammut, was ich noch retten muss. Ich wollte gerade sagen, aber Mannis dicker Hintern hat mir gerade irgendwie die Sicht versperrt. So. Machen wir das hier noch. Hallo? Gerade sagen, ich würde das auch gerne öffnen. Und da hinten, ich glaube, ich sehe es schon. Da können wir dann auch noch. Basti, was machst du denn da für einen Quatsch? Ich gehe schon mal zum nächsten. Der Basti hat alles unter Kontrolle. So. Und das machen wir auch noch auf. Dann geht zur Arena. Die ist da hinten. Ich könnte auch reiten. Nee, ich könnte nicht reiten, schade. Die wollen wieder nicht, dass ich reite. Ich bin mir auch nicht sicher, warum. Manni, es tut mir leid, aber ich will jetzt hier keine 3 Stunden brauchen, bis ich da bin. Oh. Ihr habt euch gut geschlagen. Besser, als ich oder mein Meister es erwartet hätten. Jetzt bleibt nur noch eine Aufgabe übrig. Und was für eine Aufgabe wäre das? Warf das Beil, der Kriegsfürst, der diese Briganten anführt. Er ist da drinnen zusammen mit den tödlichen Orks, die immer an seiner Seite sind. Sie sind ein fieser Batzen Ärger, alle miteinander. Geht in die Arena und stoßt in das Horn. Dann wissen die Riesen Bescheid, dass es Zeit zum Angriff ist. Würdet ihr mitkommen? Ich denke nicht. Ein solcher Weg passt weder zu meiner Rolle noch zu meinem Charakter. Ich bin eine Freundin, keine Feindin. Und ganz nebenbei bemerkt, ist das eure Aufgabe. Ich möchte euch doch nicht euren Ruhm nehmen. Stoßt in das Horn, dann werden die Riesen kommen und euch helfen. Wie seid ihr so schnell hierher gekommen? Dank dem Chaos, das ihr gestiftet habt, war es ein Kinderspiel, sich hier hereinzuschleichen. Ich beschloss, hier auf euch zu warten. Dann ist Warf also nicht allein? Ganz sicher nicht. Zusätzlich zur Sturmfaustlegion, die Fildgor Orktane Warf unterstellt hat, wird er auch noch von einem Dutzend der wildesten und barbarischen Orks begleitet, gegen die ihr jemals das Vergnügen haben werdet, im Kampf anzutreten. Sie sind wirklich recht imposant. Naja. Wie kann ich so viele Feinde besiegen? Wisst ihr nicht, wo ihr seid? Dies ist ein heiliger Ort der Orks. Die rituelle Arena von Malakath. Wenn ihr das Horn erklingen lasst, dann gebt ihr den Riesen Bescheid und fordert gleichzeitig Warf heraus. Er wird keine andere Wahl haben, als sich an die Regeln der Arena zu halten. Und wie lauten die Regeln der Arena? Warf und seine Champions müssen in der vorgeschriebenen Reihenfolge gegen euch antreten. Sie können euch nicht alle gleichzeitig angreifen. Sie müssen die Regeln befolgen und euch nacheinander herausfordern. Das schafft ihr. Ich setze mein vollstes Vertrauen in euch. Na, das ist doch nett. Ihr hattet einen Meister erwähnt. Ihr könnt nicht alles wissen, Sterbliche. Frustriert euch das? Wisset nur, dass so mancher Groll uralt ist und so manche Antworten euer Verständnis übersteigen. Das hört sich sehr nach Vivek an, irgendwie. Was ist, wenn ich mich weigere? Ihr würdet euer Ziel aufgeben, auf das ihr so hart hingearbeitet habt? Wenn ihr das wirklich möchtet, dann geht ruhig. Ich halte euch bestimmt nicht auf. Aber ich glaube, dass ihr zurückkehren werdet. Wir hegen doch alle den Wunsch, stets zu erfahren, was als nächstes kommt. Nö, nicht unbedingt. Aber wir gehen rein. So, ihr seid also die, die meinen Truppen so viel Ärger macht. Nun, damit ist jetzt Schluss. Zu mir, Ehrengarde!
Ihr seht mir nicht so aus, als würdet ihr hier lange durchhalten. Bormolk, Dummolk, zerlegt den Eindringling! Vorsicht! Die Riesen schleudern Felsbrocken in die Arena! Ihr haltet euch wirklich für etwas Besonderes, was? Mal sehen, wie ihr mit drei meiner besten Orks fertig werdet. Na komm schon. Die bleiben natürlich wieder alle faul da stehen. Aufwärmen, Trolls! Alles muss man selber machen! Kommt der auch mal? Hallo? Warf ist tot! Verschwinden wir von hier! Genau, verschwindet von hier. Das Problem ist, ich würde das, was ich jetzt gerade mache, gerne machen, wenn ihr nicht mehr dabei seid. Also sprich jetzt hier alles mal eben looten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich nochmal in die Arena reinkomme. Weil ich meine, ich hätte das schon mal gemacht, dass ich rausgegangen bin und dann mit der gesprochen habe. Und ich wollte dann nochmal reingehen und alles looten. Und das hat dann aber nicht mehr geklappt, meine ich, weil ich nicht mehr reinkam wegen dieser Herausforderung und das alles schon abgeschlossen war und so. Deswegen tut es mir leid, aber da muss ich jetzt mal kurz die Sachen hier mitnehmen. Was ist das? Zweimal Geflügelfleisch sogar. So, Moment, hier ist der... Kommen wir nochmal hoch? Eigentlich müsste man das im Vorfeld machen. Also euch kann ich das wirklich nur empfehlen, sofern ihr natürlich ESO Plus habt, weil sonst... wird es sehr schnell sehr eng. So. Wo ist sie denn? Da. Willkommen zurück, Freundin. Ihr habt die Herausforderung überlebt und den Riesen bei der Rückgewinnung der Festung geholfen. Ich hätte mir keine bessere Lösung für diese Situation wünschen können. Gute Arbeit. Warf das Beil ist tot. Und hat übrigens auch keinen Ball geworfen nebenbei. Ich weiß. Ich habe gespürt, wie seine Lebenskraft ihn verließ, als ihr ihn niedergestreckt habt. Geht in Frieden, Riesenfreundin. Ihr habt meinen Dank. Ja, und wir bekommen den Riesenfreund. Einen Bogen vom Set Fjords Erbe. Und damit haben wir Catwills Silber abgeschlossen. Oh, ist das super. Kehrt zurück in die Zuflucht. Richtig, richtig geil. Das werden wir jetzt auch mal eben schnell machen. Also ihr könnt, wenn ihr das möchtet, auch einfach zurückreisen. Das ist natürlich dann mit Kosten verbunden, sage ich mal, wenn ihr das machen wollt. Können wir hier durch? Ja. Können wir aber... Aber der Wegschrein soll auf der anderen Seite sein. Komisch. Ich habe nämlich keinen gesehen. Irgendwie fühle ich mich gerade veräppelt. Na gut, ich werde mal ganz schnell zur Zuflucht reisen. Bis gleich. So, da sind wir in der Zuflucht. Ihr könnt natürlich direkt reinreisen, wenn ihr gerade am Wegschrein seid. Ich habe es ja jetzt in einer etwas umgedrehten Reihenfolge gemacht. War das gelesen? Ja, anscheinend ja. Catwill! Ihr habt es wieder geschafft, nicht wahr? Ihr seid eine Heldin und zwar gleich doppelt. Brillant! Es war eine lange Reise. Das war's, das war's. Fühlt ihr euch schon erleuchteter? Leuchtender? Leuchtend? Es ist mir schleierhaft, warum ihr euch weiterhin in Tamriel herumtreiben wollt. Ein ekliger Ort. Wie bekommt ihr nur den Geruch aus eurer Kleidung? Und wir haben eine kräftigende Kette, Kette von Meridias gesegnete Rüstung erhalten. Und was noch geiler ist, den Handwerksstil 29, die Seelen beraubten. Gute Arbeit, wirklich gute Arbeit. Vielen Dank für diese Gelegenheit, Catwill. Ihr dankt mir? Ihr erledigt doch die ganze Arbeit mit eurem Hang zu Heldentaten und eurem Wagemut. Aber wenn euch das Spaß gemacht hat, dann habe ich noch mehr für euch. Noch mehr? Nun, ihr habt zwei der drei Allianzen erlebt. Wollt ihr den Satz vollmachen? Die weißen Flecken auf eurer Karte tilgen? Wirklich alle Metaphern sammeln? Wenn euch das reizt, dann berührt einfach Meridias Licht. Und schon seid ihr wieder weg. Das würde mir gefallen. Vorausgesetzt, das bedeutet nicht, dass ich sterbe.
Ja, und damit sind wir dann in Stross im Kai gelandet und dieser doofe Basti steht mal wieder ganz toll im Weg. Ich will die Folge nicht noch länger ziehen, deswegen verabschiede ich mich jetzt hier erstmal von euch. Den Rest werden wir dann in der nächsten Folge angucken. Ich bin auf jeden Fall mega happy, dass wir herausgefunden haben, wo tatsächlich diese beiden Quests waren, die uns noch gefehlt haben. Und ich werde schauen, dass ich, wenn ich daran denke, ne, muss ich immer voraussetzen, dass ich zwischendurch auf jeden Fall mal reinschauen werde und gucken werde, während wir diese Geschichte jetzt machen, also erleben, mal gucken werde, ob wir denn noch tatsächlich alles gemacht haben oder ob uns noch was fehlt, bevor wir dann ins nächste Reich reinreisen. Weil es war schon ein bisschen doof. Vor allen Dingen auch gerade das in Ostmarsch, das war ja schon das zweite oder dritte, der zweite oder dritte Punkt, den wir da übersprungen haben. Und meines Wissens nach hat niemand gesagt, geht nach Wiegenbruch. Oder die hatten mal gesagt, geht nach Wiegenbruch, aber es wurde nur die Quest woanders angezeigt. Das kann auch sein. Also da will ich jetzt nicht die Hand vor ins Feuer legen. War auf jeden Fall ein bisschen unglücklich, dass wir die beiden Sachen dann nicht direkt mitgemacht haben, als wir in der Hauptstory immer eins weitergeführt worden sind. Nichtsdestotrotz, wir haben Catwoods Silber endlich abgeschlossen und für den Start von Catwoods Gold sehen wir uns dann in der nächsten Folge hier wieder. Beziehungsweise mir fällt gerade ein, ich hatte ja schon gesagt, bevor ich das mache, wollte ich noch die Kriegergilde bzw. die Magiergilde noch dazwischen schieben. Ich muss mal schauen, wie ich das am besten mache. Ich gucke mir auch nochmal an, wie weit die Linien gelevelt sind. Ich weiß auch nicht mal genau, wie viele wir da jetzt insgesamt von brauchen. Also da muss ich nochmal schauen, wie wir das machen. Vielleicht machen wir das auch erst am Ende. Die sind ja unabhängig von dieser ganzen Questreihe. Von daher ist es eigentlich egal, in welcher Reihenfolge wir die machen. Ich werde das spontan in der nächsten Folge entscheiden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.